Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar, dem JFD-Devisenradar am 16. April. Donnerstag schreiben wir und dies ist ein Tag nach der EZB-Sitzung und auch, und das war auch schon ein Hinweis bei der gestrigen JFD Live Trading TV-Sendung zur EZB, nämlich dass auch hier am gestrigen Handelstag die Bank of Canada ihre Pforten öffnete und hier sozusagen lud im Sinne dessen, dass es hier zum einen auch eine Leitzinsentscheidung gab und zum anderen praktisch hier eine Pressekonferenz, die sich letztlich, und das ist das Fazit, und das sehen wir auch hier im Preisverlauf, negativ auswirkte, also positiv für den kanadischen Dollar, negativ für den US-Dollar, der nämlich hier gestern unter Druck geriet. Schauen wir uns hier kurz den Stundenchart zum Loney an, auch die Bezeichnung in Händlerkreisen für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Und hier ging es erstmal abwärts, als eben hier bekannt wurde, 16 Uhr, das war der Zeitpunkt zum Zinsentscheid, dass die kanadische Notenbank keine Leitzinssenkung vornimmt, also hier den Leitzins bei 0,75% belässt. Hier in diesem Jahr wurde ja schon mal überraschender Leitzins gesenkt. Das führte dann zu Beginn des Jahres zu starken Umkehrbewegungen, also zu einer erneuten Schwäche des kanadischen Dollars. Aber gestern eben im Sinne dessen, dass es nicht zu einer erneuten Senkung oder dergleichen kam, ja, geriet der US-Dollar unter Druck. Im Weiteren dann auch zur Pressekonferenz, die hier gut eine Stunde später stattfand, wurde das Ganze weiter angetrieben und der kanadische Dollar fiel hier letztlich. Besser gesagt, stärkte sich hier und der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar knickte hier ein. Wir haben gestern aufgrund dessen ein ganz, ganz entscheidendes Level durchbrochen. Das sehen wir hier im Stundenchart, aber ich zeige es Ihnen noch viel besser in der Beschau im Tageschart. Nämlich hier das Unterstützungslevel um 1,2385. Mit dieser gestrigen Handelskerze ist es zur Auflösung dieses Niveaus gekommen und da brauchen wir nicht viel diskutieren. Die Marke ist durch und wenn der Preis jetzt unterhalb dessen bleibt, spricht viel dafür, dass weiter fallende Notierungen Einzug halten. Mit Blick auf den aktuellen Chartverlauf erlaubt sich grundsätzlich die Annahme, dass eine weitere Schwäche nicht nur möglich, sondern fast schon sicher scheint. Gegebenenfalls sollten jetzt hier Erholungsimpulse, wie wir ihn aktuell sehen, an das Widerstandslevel 1,2385-1,24 führen, um dann letztlich den nächsten Abwärtsswing einzuleiten, der mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung 1,20 führen dürfte. Das Setup ist fast schon zu schön, um wahr zu sein, aber Tatsache ist, wir haben hier eine Abwärtstrendbewegung. Wir haben hier sozusagen klare Verhältnisse geschaffen, im Zuge dessen, dass der Markt jetzt hier ein Verkaufssignal getriggert habe und wenn es zur Erholung kommt, dann wären diese hier zu verkaufen. Wenn der Preis sich natürlich wieder stärker über 1,24 hinaus arbeitet, bestehen zweifelsfrei die Risiken, dass es hier zu einer stärkeren Erholung kommt und dabei würde ich oder nehme ich auch hier gern diese Aufwärtstrendlinie hier ins Visier, die passe ich mal ein Stück weit an. Ja, so. Durchaus denkbar, dass der Preis auch ein Stück weit höher zieht, um eben diese Linie hier zu testen. Da muss man jetzt aufpassen. Der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, beziehungsweise speziell alle Paare, die hier in kanadischen Dollar gehandelt werden, sind sehr in News einfühlsam und sehr regibel, was das angeht. Und die führen dann auch hin und wieder ein gewisses Eigenleben. Insofern aufpassen, insbesondere auf den, und das zeige ich Ihnen gerne jetzt hier in der aktuellen Beschau, auf den Freitag. Da haben wir nämlich hier aus Kanada einen ganzen Haufen Daten, also weniger die Wertpapierkäufe als vielmehr eben hier die Verbraucherpreise und die Einzelhandelsumsätze. Das sind hier 14:30 Uhr Zahlen am Freitag. Wenn sie denn kommen, dürften die den Markt hier sicherlich in Wallung bringen. Also heute hier gegebenenfalls eher seitwärts oszillieren mit Erholungstendenzen und am Freitag speziell ab 14:30 Uhr aufpassen. Die Möglichkeit, dass der Markt dann hier neue Tiefs ausbildet, ist sehr wahrscheinlich, wenn die Daten gut ausfallen. Ja? Wenn sie schlecht ausfallen, kann es zu einem gegebenenfalls Spike nach oben kommen. Dennoch mit dem gestrigen Verkaufssignal ist die Situation eigentlich fast schon zu schön, wie gesagt, um wahr zu sein, dass man hier auf Short-Engagements achten sollte. Die mögliche Erholung heute ist nicht überraschend, könnte sich auch weiter fortsetzen und eben dann hier zwischen 1,2385, 1,24 im Ausdehnungsfall 1,2450 mal darauf achten, ob man hier im Intraday-Bereich Short-Signale findet. Schrägstrich dann vielleicht sogar auf Tagesbasis einen Swing Trade starten könnte, der hier in diesem Bereich dann eben gute 300, 400 Pips nach unten verspricht. Faktisch zur Absicherung auf der Oberseite muss man ganz klar das Level von 1,26 in den Fokus ziehen. Da haben wir hier die Kerzen der Vortage liegen. Da hat sich kurzfristig ein Widerstandsbereich aufgebaut, der grundsätzlich gehalten werden muss, um hier kein zu bärisches Sentiment aufkommen zu lassen.
Ansonsten wäre hier die Wahrscheinlichkeit dessen, dass die Preise fallen, weiter günstig. Und das unterstreicht auch die, ich jetzt hier gern mit aufführe, Saisonalität, die hier tendenziell eigentlich erst ab Ende April so einen richtigen Dämpfer kriegt. Aber die letzten Apriltage sind wir noch ein Stück weit weg, könnten sich hier durchaus schwach kennzeichnen mit dem heutigen, Schrägstrich gestrigen Verkaufssignal. Wie gesagt, hier der Impulsgeber dessen, dass hier die Saisonalität durchaus Einzug halten könnte und der April im weiteren Verlauf jetzt hier eher durch Schwäche gesegnet ist. US-Dollar gegenüber Kanadisch-Dollar, ein sehr, sehr interessantes Paar in meinen Augen. Behalten wir es einfach mal im Auge, was hier passiert. Grundsätzlich haben sich auch im Chartverlauf schon Divergenzen gezeigt, die ich Ihnen jetzt nochmal kurz aufführe, durch den MACD-Indikator oder auch ganz klassisch den RSI-Oszillator waren hier schöne Divergenzen zu sehen. Ja, Divergenzen praktisch eine unterschiedliche Entwicklung von Indikatoren, Oszillatoren zum Preis. Und wir haben hier oben eben die Seitwärtsphase gesehen mit neuen Verlaufshochs. Der Ausbruch über rund 1,28 scheiterte jedoch jedes Mal. Und damit einhergehend hat sich hier im Preis, so machen wir das jetzt mal, eine Abwärtstendenz manifestiert. So. Und diese war schon ein großes Warnsignal im Sinne dessen, dass der Preis kippen könnte. Mit dem gestrigen Signal, wie gesagt, passiert. Jetzt gegebenenfalls Pullback, Rücklauf, um dann neue Tiefs auszuloten. Die Wahrscheinlichkeit dessen sehe ich als erhöht an, auch im Zuge der eben auch schon dargestellten Saisonalität. Warten wir ab, was der Tag noch bringt, was die Wochen noch bringen. Ich sage erstmal danke fürs jetzige Einschalten. Das war's fürs heutige JFD-Devisenradar. Nachher noch JFD Live Trading TV. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Tag. Ihr Christian Kämmerer.